Zaudern. Mojang zum Gruße, meine lieben Freunde, da bin ich wieder, endlich zurück hier auf der Hexenwacht und ja, jetzt will ich doch auch ein wenig die Heimat genießen, ja, würde ich gerne sagen, aber es gibt viel zu tun. Ich muss noch an Bocksprung die Nachricht absetzen, das werde ich tun und dann soll hier im Saal der Helden unsere Konferenz stattfinden, in der wir beschließen, wie wir jetzt gegen die ganzen Schurken da draußen vorgehen. So, jetzt werde ich erstmal schauen, was ich alles hier lassen kann. Natürlich erstmal die Sachen hier in die blamable Bibliothek. Das Haltbarkeitsbuch, was ich von Ceron geschenkt bekommen habe, auch. So. Na, komm. Stärke 4, Nemesis der Gliederfüßer 4, Haltbarkeit 3. Was haben wir denn jetzt? Stärke, Stärke, Effizienz, Unendlichkeit. Ich habe noch ein Unendlichkeitsbuch. Damit können wir richtig ordentliche Bögen bauen. Unendlichkeit und Stärke. Ja, das ist nicht schlecht. Und Effizienz. Guck gerade nur mal, ob es sich jetzt schon lohnen würde, irgendwas zu verzaubern, aber... Nee, bestenfalls 15, was wir da rauskriegen. Das machen wir noch nicht. Da sparen wir die Level lieber auf. So, hier Holz, da. Alles hier rein. Und Leder auch. Und hier Zaun auch. Pfeile nicht. Diese Haken, das ist mehr so Redstone-Business. Farben sind mehr Farb-Business. Setzlinge kann ich gleich noch gebrauchen. Achso, hier, da. Warte. Ne, das Buch muss ich ja noch abschicken, stimmt. Was wollte ich denn jetzt gerade tun? Das Schild. Das Schild wollte ich loswerden. Und den Fisch, den bringe ich einfach mal runter in die Kühlkammer. Yummy, yummy. Da ist noch ganz viel roher Fisch. So. Kommt der Gebratene dazu. Der Lachs. Und der Clownfisch, bis ich mal rausgefunden habe, was man mit dem am besten anstellt. Ja, so, lecker Frühstück. Und hier, Zordon sucht die Superangeln, die kommen jetzt erstmal weg. Bis wir ein Namensschild irgendwo vielleicht mal so finden. Dauert sehr wahrscheinlich doch noch ein bisschen. Ich brauche das hier. Setzlinge. So, und Knochen auch, warum nicht? Obwohl, nee, die kann ich hier lassen. In der kleinen Vorratskammer. Wer hört da eigentlich? Ach, du bist das. Nein, du kommst nicht mit raus. Nee, warte, da kann ich gleich darüber. Haha. So, was ändert sich, liebe Freunde? Was ändert sich? Einiges. Ich habe ja irgendwie mit der Zeit so ein bisschen meine tatsächlichen Aufgaben fast schon aus den Augen verloren und fing hier an, mich als Landschaftsgärtner zu betätigen, wie nichts Gutes und hier ne, hübsche Landschaften hinzusetzen und alles. Das ist auch ganz toll und das bleibt auch, aber der Hauptzweck meines Daseins, wenn man so will, ist ja nun mal die Verteidigung der Gegend hier.
Und deswegen muss ich euch auch sagen, dass so Einwohner oder sowas hier vorher erstmal nicht mehr gesucht werden. Denn die Stadt, die wir hier zu großer Größe, der wir hier zu großer Größe verhelfen wollen, ist ja Hunsgrab. Das ist ja ganz klar. Und die Hexenwacht dient als Rückzugsort und der Verteidigung, aber eben nicht zum Wohnen. Das heißt, ich habe nur die Leute hier wohnen jetzt im Moment, die natürlich für die Verteidigung eine Rolle spielen. Und deswegen, also nehmt's gelassen hin, wenn es jetzt dann irgendwie heißt, der Zordern baut jetzt erstmal eine ganze Weile keine Wohnungen mehr oder so. Oder du hast doch ein Haus mal versprochen oder so. Das, klar, es wird hier jeder unterkommen, aber wenn ihr ein Wohngesuch für die Gegend hier, für diese Welt habt, dann richtet die auf jeden Fall direkt nach Hunsgrab. Da gehört sie hin. Und ich bin vielmehr dafür beauftragt, hier Notunterkünfte zu bauen, wenn man so will. Und das ist auch einer der großen Sachen jetzt, die kommen werden. Ich baue ja den Berg hier unten, ne, hier drunter. Der wird ja ausgebaut. Und da wird für jeden Bürger Hunsgrabs, Bocksprungs, Quallenkopfs und hier der Schlangensteins eine Unterkunft gebaut. Auf jeden Fall. Und so bekommt ihr also alle auch eure Wohnung hier auf Hexenwacht. Nur eben die Hauptwohnung ist das nicht, sondern die Notunterkunft, wenn man so will. Und hier oben kommen jetzt ein Feld kommt hier noch hin, es müssen ja alle Leute dann auch versorgt werden, wenn es ist, und auch ein paar Tiere kommen hier noch hin, aber vor allem, was ich neulich schon angekündigt habe, ich werde hier oben Bäume pflanzen, wie nichts Gutes, denn wir brauchen für die weiteren Pläne Holz, viel Holz. Ich bin so ein bisschen darauf gekommen, oh, mein Boy ist schon wieder over the ocean, ich bin so ein bisschen darauf gekommen, als ich im Bannland war. Und dieses Drachenboot zu meiner Flucht gebaut habe. Das war natürlich noch nicht perfekt und Sonnenstern sagte zu Recht, das Ding wäre ja im Leben nicht hoch, seetüchtig und so weiter. Also es hat mich hierher gebracht, insofern dafür hat es gereicht, aber das geht noch besser, keine Frage. Und darauf will ich ausbauen. Ich werde unten im Hafenviertel erstmal ins Bett gehen. Aber das mache ich gleich hier oben, da gehe ich nicht ins Hafenviertel für. Mach die. Und jetzt soll man einen Schluck trinken. So langsam wird die Stimme doch ein wenig kratzig. So. Baller nicht mit den Türen! Kann man das von hier aus sehen? Schwerlich. Ja. Hier, Kies brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Da. Und wahrscheinlich noch mehr Erde, als ich hier genommen habe. Hier wieder ein paar Bratzen mit. Geht zu. Hafenausbau. Unten ins Hafenviertel möchte ich eine Werft bauen. Eine Werft für Drachenboote, mit denen wir dann unsere Truppen gegen die finsteren Schurken des schwarzen Drachen schicken können, wie nichts Gutes. Auf dass diese Schurken keine Chance haben und wir ihnen also auch mal nicht nur in der Verteidigung, sondern auch im Angriff mal begegnen können. Haha. Denn die haben nichts anderes verdient. Leute, die Assassinen schicken, um mein treues Pferd umzubringen. Leute, die hier irgendwie mich in die Luft sprengen und in die Verbannung schicken. Leute, die Bocksprung terrorisieren, die Anschläge auf Hunsgrab verüben wollen, denen muss einfach Einhalt geboten werden. Und das ist das, was wir tun werden. Und ich sagte, ich will Bäume pflanzen, aber ich muss dann doch nochmal unten die anderen fällen, weil ich brauche natürlich auch noch Setzlinge von Akazie und von Schwarzeiche, gerade von Schwarzeiche. Und irgendwie hier Tropenbaumsetzlinge habe ich auch nicht wirklich. Da müssen wir noch was tun.
Insofern kommt hier oben auch erstmal gar nichts anderes hin. Ein Acker wahrscheinlich noch. Ja, okay, ein Acker noch, wenn ihr das wollt. Aber keine Windmühle oder ähnliches, weil das ist alles... Das kommt ins wunderschöne Hundsgrab irgendwann. Oder nach Bocksprung. Das sind die Städte, wo man halt hier, ne, mit schöner Wohnen und so. Und hier auf Hexenwacht herrscht ab sofort das Kriegsrecht und deswegen auch der Rat der Helden. Und deswegen soll der dann auch hier stattfinden, natürlich. Ja, ganz schön was an Erde aufschütten. Das wäre fast was für ein Zeitraffer, aber nein, wir machen jetzt erstmal weiter. Grenzen wir denn mal den Acker ab? So, hier, wa? Dass hier dann alles mit Bäumen ist. Dieser blöde Schnee. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht auch noch an zu schneien, während ich hier am Bauen bin. Das täte mich ja schon verärgern, tätere Täten tun. Da war ich früher mal so gut drin. Das auch nicht. Gehen wir hier oben auch nicht nach Schönheit, sondern nach Effizienz. Wir werden hier ganz bunt gemischt hier überall die Bäume hinklappern, klastern, kleistern. Hier gleich mal experimentell hier so ein... Wahrscheinlich ist hier genau Stein drunter, oder? Arg. Hier ist noch verdammt viel Stein. Ist ja toll. Steine brauchen wir natürlich auch. Wenn wir große Mauern bauen. Jetzt machen wir hier auch mal so einen riesen Fichtenbaum hin. Mojang und Spawn, ihr seid uns wohlgesonnen und werdet uns da bestimmt bei unterstützen. Schön die Birken, wa? Also das ist ein heiliger Dschungelbaum, den kann ich da jetzt ja nicht. Ah ja, doch, das geht, okay. Dann kann man so zumindest rausfinden, wo. Hopsa. Entschuldigung. Wegen des Lärms. So kann man demnächst rausfinden, wo Stein drunter ist. Ich werde jetzt... Na, Moment. Ich werde jetzt hier die Sachen vorne nochmal in die Kiste schmeißen und werde erstmal noch Setzlinge besorgen, damit wir hier dann ordentlich... Das hier macht gerade überhaupt keinen Sinn. Also nicht... Nicht mehr jedenfalls. Flints entstehen nicht, wenn man das per Hand macht. Und wieder mal habe ich den größten Fehler begangen, den man begehen kann. Nachdenken. Nein, das ist nicht wahr. Denkt immer viel nach.
weg. So, dann manchmal solltest du deinen Kopf einfach zu was anderem gebrauchen, als nur zum Türen einrennen. Hier, machst du hier halt noch einen Setzling hin, so. Da, schnell, alles. Alles rein, was keine Miete zahlt. In dieser Kiste geht's dann nämlich gleich weiter, so. Holz als Rohstoffe. Nichts Schönes, sondern nur Praktisches. Dann denke ich doch auch gleich nochmal hier die... Nochmal gleich, jetzt gehe ich erstmal noch... schnell rüber in den Dschungel. Der ist ja nicht weit weg. Oh ja, und hier auch das Tor. Da muss ich auch nochmal. Da kommt noch ein zweites Tor dahinter zur Absicherung. Damit hier keine Leute mehr eindringen können und so eine Scherze. Ah! Fast was Wichtiges vergessen. Never leave the house without a bed. Geh weg. Was machst du da bei Skyline? Der Pferdeschinder, hä? Huch! Ich wollte doch gar nicht wegreiten. Oh, warte, dann stecke ich bei... stecke ich dem Dune gerade nochmal die Post rein. Tach, Herr Post. Einmal bitte Brief nach, hier, Bocksprung. Nicht wirklich, oder? Wir haben den gerade weggetan. Also hier, die Hansegasse, ne? Die ganzen Bewohner hier, das bleibt natürlich alles so, wie es ist. Und die haben auch ihre wichtigen Aufgaben hier, ist ja keine Frage. Und wie gesagt, ich heiße auch immer wieder neue Leute willkommen. Nur momentan verzögert sich das alles wegen wichtiger... Wehrhaftigkeitsgeschichten. Hier habe ich noch Tropenbaumsätze, den brauche ich gar nicht weg. Wunderbar. Ein Buch habe ich jetzt hier gerade trotzdem nicht rumfliegen. Schade. Ich gehe mal zur Hundsgraberbotschaft gerade. Hier. Vielleicht sollte ich einfach nochmal zeitnah in die neue Welt hinüber, wo ich jetzt gerade auch diese exotische Musik höre. Und dort mehr Schwarzeichen fällen, weil so dauert das natürlich ewig, wenn da immer so ein paar Setzlinge nur rauskommen, bis wir dann hier genügend zusammen haben. Magisches Holz. Und hier die kleine Allee, die kloppe ich jetzt gleich mal weg, weil... weil hier Platz her muss, weil ich hier auf jeden Fall... ich hasse diesen Fehler. Weil ich hier auf jeden Fall demnächst das Tor erweitern muss, wie ja schon gesagt.
Und da stören die. Ja, okay, dann mach doch, was du willst. Akazien, habe ich noch 7 Stück, das ist okay. Die Schwarzeichen, die mussten schon so oft weichen. Und sie kommen doch immer wieder. Sind es nicht treue Bäume? Ja, und während ich hier so Holz kloppe, denkt ihr, der muss doch total bekloppt sein. Was macht der denn mit diesem schönen kleinen Städtchen Hexenwacht? Ist ja kein Städtchen. Ist ja eine Festung. Wie gesagt, mit dem ganzen, ne, da werden wir uns jetzt einfach ein bisschen mehr mit diesem Festungsgedanken beschäftigen. Ich habe ja einiges noch geplant. Also, gibt noch genug zu bauen. Was halt auch alles wichtig ist. Schmelzwerk. Irgendwie total abgefahrene Musik gerade. Und, auch noch eine weitere Burg. Und dann, wie gesagt, möchte ich gerne im Rat der Helden mit den anderen halt auch beratschlagen, was wir noch so machen können. Vielleicht kann ich wirklich in Hunsgraf helfen, eine Zwingfeste und irgendwie, Stadtmauererweiterung zu bauen oder ähnliches. Oder, wir helfen alle beim Eisenbahnbau nach Bocksprung und installieren da auch ein Alarmsystem oder so. Was meint ihr denn, was wir noch alles für die Sicherheit unserer Bürger hier tun können? Also jetzt nicht nur hier auf der Hexenwacht, sondern in allen Städten. Der Quallenkopf, der hat es ja noch gut, dass der so isoliert ist. Da kann ihm wenig passieren, es sei denn, er wird auch entdeckt. Aber dann ist er natürlich sehr empfindlich. Denn wenn da einer die Kuppeln einschlägt, dann ist da bald Ende im Gelände. Also es gibt doch einiges für uns alle zu überlegen. Und am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass wir diesen Kult einfach angreifen müssen. Wir müssen ihm entgegentreten. 11 Stück haben wir schon mal, das ist so gut. Komm, die kloppe ich auch wieder weg hier. Wegen schön können wir immer noch mal irgendwann hinpflanzen, aber zum Moment sind die entsetzlichen Setzlinge wichtiger. Oh, und ich sehe gerade, Folge ist zu Ende. Also, ja. Morgen kloppe ich weiter. Bis dann. Tschüss.